Hallo und herzlich willkommen, liebe Kreuzworträtselfreunde, liebes Rätselvolk. Ich möchte euch mal schnell etwas zeigen, was mir aufgefallen ist. Und zwar zum Start dieser Aufnahme ist es. Moment, ich versuche das mal so in die Kamera zu halten, dass man das auch lesen kann. Kann man es sehen? Kann man es sehen? Ich glaube nicht. Also man sieht die Uhrzeit. Eventuell sieht man sogar das Datum darunter. Und das Datum ist der 15.01. Ich hoffe, das hat man eben sehen können. Wenn nicht, ja, ich sag's euch mal so, wie es ist. Es ist nämlich der 15.01. Habe ich 15.10.? Ist ja auch egal. Oh Gott. Es ist spät. Das wollte ich damit sagen. Und zwar ist es so spät, dass tatsächlich ein neues Kreuzworträtsel generiert wurde. Und die Sache ist, ich habe doch glatt vergessen, ein Kreuzworträtsel zu machen am gestrigen Tag, der gerade vergangen ist. Dementsprechend gibt es für den gestrigen Tag, der vergangen ist, keine Rätselrunde und ich muss die jetzt jeden Tag frisch machen. Das wäre es, was ich sagen würde, wenn ich nicht das Glück gehabt hätte, gerade vor 10 Minuten das zu merken und noch die Seiten aufzurufen. Dementsprechend, die Rätsel von gestern sind zum Glück noch da und ich hoffe, dass... ändert sich jetzt nicht dadurch, dass die Seiten sich neu aufrufen oder sowas. Ich versuche es mal. So. Also muss ich schnell machen am besten. So. Tonerde ist Lehm. Okay, ja. Weibliches Haustier ist nicht Katze, ist nicht... Ist es eine Stute? Das ist doch keine Stute. Vorname der Nussbusch. War das Desiree Nussbusch? Ja. Gewalttätig, ist rabiat, glaube ich. Ja, tatsächlich. Es könnte wirklich die Stute sein. Sture, nicht Stute, nicht Sture, Stute. Taubenlaute sind Gurren, ja. Langsamer Musiksatz ist Adagio. Lateinisch ebenso. Dito, nein, das nicht. Kinderschreck ist, ja, der Buhmann? Nee, kann gar nicht sein. Lateinisch Waffen, Army, keine Ahnung. Weltmeer ist auf jeden Fall Ozean. Dann ist das Arma. So, lateinisch ebenso, weiß ich noch nicht. Ist das hier der Biber Butzemann und nicht der Buhmann? Ja, ist es tatsächlich. Wunder, wunderschön. Okay, was haben wir noch? Ein Zeltlager. Gute Idee. Ein Koma. Nein. Regelmäßiger Bezug ist... also H4 sollte das heißen und nicht HIV. Bitte nicht falsch verstehen. Französisch Jahrgang. Anno oder so? Weiß ich noch nicht. Unbenutzt ist neu. Weibliches Geflügel könnte die Ente sein, ist es aber nicht. Die Pute würde ich sagen, ist es dann? Ja, läuft. Regelmäßiger Bezug ist immer noch irgendwie nicht so weiter. Was haben wir noch? Stadt in Kanada. Ja, irgendwie komme ich gerade fast drauf, aber nicht richtig. Kurzer Abstand ist Nähe. Okay, ja. Das ist Montreal. Boom. Chemisches Zeichen für Gold ist AU. Auch genannt Aurum. Schleierhaft ist... Weiß ich noch nicht. Britische Sängerin. Adele. So, sich ahlen ist Räkeln. Räkeln. Lebensabend ist... Alter. Alter! Krankheitskeim ist, Bazille ist es nicht, Virus ist es nicht. Machen wir erstmal das Ego. Machen wir mal was für unsere Ego-Therapie. Nordost ist NO. Asiate, weiß ich noch nicht. Da ist ja bestimmt der Chinese. Ja. Schlitze sind auch Risse. Das haben wir auch.
Maisfladen ist eine Tortilla. Yum, 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 yum. So, ein Rand ist eine Kante. Der Erreger ist der Krankheitskeim. Kurzform von Christina ist natürlich Tina dann. So, dann haben wir hier den Gig. Dann haben wir Ene, Mene, Mu. Pflanzenstiel ist der Stängel. Unklar ist das Wort, was wir dort suchen. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch den Honig. Und wir brauchen Körperteil ist der Bauch. Crew ist Jahrgang. Okay. So, regelmäßiger Bezug ist Abo in dem Fall. Ah. So, dann haben wir ein Camp und dann haben wir schon mal das erste von den gestrigen Rätseln. Tatsächlich, heute kann ich mal von gestrig reden, weil ich... gestrig reimt sich auf estrig. Jedenfalls, hier haben wir Bauer sucht Frau, aber das will ich nicht eingeben. Ich will erstmal das Lösungswort erraten. Kontinent könnte das oder das sein? Das hilft mir nicht weiter. Schweizer Münze ist... Das ist okay. Ja, okay. Dann ist das hier wahrscheinlich das. Gucken wir mal, was die 2 ist. Von Sinnen. Okay. Ja, ja, habe ich. Geräusch. Könnte alles Mögliche sein erstmal. Fürbitten. Ist Flehen? Nee. Die größten Hirsche. Ja. Das wüsste ich auch gern. Gesangsstücke. Okay. Dann sind das in hohem Maß. Interpreten. Oh Gott. Derb, sei still. Okay, ja, ja. Bestseller. Bestseller ist ein... gute Frage. Nächste Frage. Testament ist... Ja. Gleichgewicht ist das. Okay, dann ist das hier ein... Aha, 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 okay. Ich wüsste was, aber ich muss dann weiter... Ja, doch, doch, doch. Okay, ich würde sagen, das Wort ist Frohsinn. Das Wort müsste Frohsinn sein. Gucken wir mal. Erstmal will ich nämlich wissen, ob die 8 ein N ist, aber das weiß ich noch nicht so ganz. So, Repertoire, Intelligenzbestie, Genie, oh Mann, dann haben wir hier den Bauer sucht Frau, wie wir es vorhin schon mal hatten, rein theoretisch müsste ja, das Repertoire, oh Gott, Arsenal, natürlich. So, das haben wir. Meerestier ist der Seeigel. Uch. Das sollte so nicht passieren. Das ist etwa erstmal. Und dann machen wir hier den GEL noch rein. Dann, was haben wir hier? Land, Terra. Ja. Ist mir Latte. Übrigens, sei still. Ist ja fies. Ja, passt. Gesangsstücke sind natürlich Lieder. In hohem Maß ist sehr. Okay, Interpreten. Weiß ich noch nicht. Bestseller ist ein Hit. Okay. Also dann müssen das die Acts sein und dann sind das hier die Elche. Aha. Okay, dann haben wir das Geräusch, ist der Ton. Beliebter Studiengang. Bio? Ich habe keine Ahnung, was beliebt ist tatsächlich. Deswegen... Ach.
Wenn man sonst nichts, also wer nichts wird, wird Betriebswirt, heißt das so schön. Okay, natürlich. Ach ja, ich sollte mal nichts sagen. Ich habe BWL nicht studiert. Ich habe was in der Richtung gelernt mal irgendwann, aber sicherlich nicht, weil ich das mein Leben lang machen möchte. So altes ist das hier, das Alte Testament. Jedenfalls Frohsinn müsste eigentlich bei rauskommen, denn hier haben wir die Aktie. Ja, Frohsinn sieht gut aus, denn hier ist auch One einzutragen und Kontinent ist wieder mal Afrika. Gibt ja nicht so viele Kontingente. So, dann haben wir hier den Greifen. So. Grob ist wieder mal rabiat. Brasilianische Hafenstadt. Weiß ich noch nicht. Weiß ich nicht. Ist das erstmal Franke und Holz, Französisch für Holz, Französisch für Salz, das wird nicht besser. Was haben wir hier? Ungehobelter Kerl ist natürlich ein Barbar. Dann haben wir hier Real und ich glaube Cell und dann haben wir nämlich auch Bois, das französische Holz. Und daher kommt auch der deutsche Begriff Bois. Nein, Quatsch. Behörde ist ein Amt. So. Judomatte. Ja. Machen wir erstmal das. Was haben wir hier noch? Eine Stelle ist ein Ort, ja. Okay. Nie gehört von dieser brasilianischen Hafenstadt. Tatami. Und damit haben wir auch schon dieses Ganze gelöst. Und tatsächlich bin ich gerade am Überlegen, was mache ich denn jetzt, wenn ich sowieso schon mal gerade dabei bin und damit ich es morgen nicht vergesse, würde ich ja am liebsten gleich schon mal wieder lösen. Aber ich fürchte, da ja heute Samstag ist, werde ich das nicht dürfen und dementsprechend muss ich jetzt diese Folge erstmal sowieso beenden, würde ich sowieso machen. Und mit 12 Minuten sind wir übrigens heute ziemlich gut dabei, ja. Außerdem, ich müsste eigentlich ins Bett, aber andererseits, dafür, dass ich so müde bin, bin ich echt gut da heute gewesen. Vielleicht sollte ich immer müde meine Rätsel machen. Naja, wie auch immer. Ich würde auf jeden Fall jetzt für heute beenden und dann sehen wir uns heute wieder. Nein, also ich darf heute nochmal ran zum Rätseln, aber eben nicht in dieser Folge. Tut mir leid, es muss die nächste sein. Aber ich weiß, ihr werdet das überstehen. Ihr seid sowas von robust. Ihr schafft es auch mal einen Tag zu warten auf die nächste Folge. Und damit, ja, sage ich mal, bye bye.